Hi Leute, ich bin Skepper1232 und heute spielen wir wieder The Binding of Isaac Repentance. Im letzten Part haben wir eine Challenge gespielt und die haben wir sogar ganz flott sogar beendet, wenn ich mich nicht recht erinnere. Und ja, in diesem Part wollten wir mit Lilith den Greed Mode spielen. Und genau das machen wir jetzt einfach. Erstmal, bevor wir anfangen zu spielen, will ich sagen, sorry, dass wieder die Videos ultra spät ankommen. Das Ding ist, ich bin für diesen Monat so verplant, was YouTube angeht und so, weil ich muss wirklich diesen Monat tausendmal arbeiten. Ich habe im Prinzip gar keine Zeit, mich überhaupt richtig hinzusetzen nach der Arbeit. Weil ich komme immer so um 21 Uhr nach Hause. Ich fange um 12 an zu arbeiten. Ich bin einfach so kaputt von der Arbeit. Da habe ich einfach gar keine Motivation mehr zum Spielen. Deswegen tut es mir leid. Ich versuche aber weiterhin für euch da zu sein. Wenn ich halt keine Energie zum Aufnehmen habe, dann livestreame ich manchmal. Also falls ihr mich dann dort findet, dann ja, Glück gehabt. Ja, okay, fangen wir jetzt an. Das Gute ist, wir haben ja jetzt diese Box, mit der wir unsere kleinen Freunde verdoppeln. Und weil die sich hier auflädt, können wir im Prinzip uns permanent aufladen. Das heißt, wir haben am Ende irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Incubus wir bekommen werden. Aber definitiv so circa 4 pro Ebene. Pro Ebene, nicht Ebene. Oh mein Gott. Also wird das ganz einfach. Also mit Lilith ist das wirklich so easy, diesen Modus zu spielen. Ich habe auch nur, weil diese Box of Friends so ultra OP ist. Die ist einfach wirklich viel zu OP. Weil hier ist alles gerade gechillt. Ich weiß nicht, ob die Musik gerade ein bisschen zu laut ist, weil es ist irgendwie eine komische Sache vorhin passiert. Okay, nicht vorhin, aber vor ein paar Tagen, Wochen, ich bin mir nicht sicher. Und zwar hat sich mein PC einfach so aufgehangen und ist einfach abgestürzt. Ich weiß nicht wieso. Ich habe einfach nur ganz gechillt am PC gegammelt, habe so YouTube geschaut, auf einmal friert mein Bildschirm ein. Ich dachte mir halt dabei nichts. Ich dachte mir so, ja, okay. Vielleicht hat sich das Kabel irgendwie getrennt zwischen Bildschirm und PC. Auf einmal ploppt da so eine transparente Kacke auf, wo so ein trauriger Smiley ist. Und dann steht da irgendwas drauf mit, ja, irgendein Problem ist auf ihrem PC aufgetaucht. Und dann stand drauf, das wird irgendwie, startet sich von selbst neu. Ich dachte mir so, okay, wieso ist mein PC abgestürzt? Ich habe nicht mal irgendwas gemacht. Ist einfach so abgestürzt. Und durch diesen Absturz wurde aus irgendeinem Grund alles lauter bei mir. Ja, also die Soundeinstellungen haben sich nicht verändert wegen diesem Absturz. Aber warum auch immer, sind die Sounds irgendwie um 10% lauter. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob die hier auch ultra laut sind. Falls doch, dann werde ich das wahrscheinlich in dem Video sowieso hören. Ich werde mich dann verbessern. Oh Gott. So viele Trollbombs. Und ja, ich nehme gerade auf, während es 10 Uhr ist. Das Traurige ist, ich muss schon wieder gleich arbeiten. Aber erst um 17 Uhr. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das Video abends kommt oder vielleicht sogar mittags. Ich bin mir nicht sicher. Kommt einfach drauf an, wie lange das sich bearbeitet und so. Okay, Devil Deal. Ja. Lump of Coal ist eigentlich ganz praktisch. Ja, wir nehmen das einfach mit. Und wir haben 28 Münzen. Dann holen wir uns den Schlüssel und holen uns das hier. Okay, Speed ist jetzt verbessert. Das ist ja nicht das Beste. Alter, Triple Shot. Okay. Plus diesen Verdopplungsgedöns. Alter Schwede. Okay, das ist ein bisschen zu OP schon für den Anfang. Ja, im Prinzip haben wir schon den Run gewonnen. Ich meine, je weiter weg wir sind, desto größer werden die Tränen. Das heißt, die machen mehr Damage. Genau da brauche ich die Bombe. Und plus diesem Triple Shot, wir verdreifachen wir einfach alles. Das wird ein bisschen zu gefährlich für die armen Monster. Und ich weiß nicht, ich habe was Neues gesehen in The Binding of Isaac, und zwar gibt es irgendwie neue Charaktere. Es sind im Prinzip die gleichen,
Nur die sehen halt ultra tot aus, so als wurden die irgendwie tot geprügelt. Ich bin mir nicht sicher, wie die hießen. Isaac hieß, glaube ich, Tainted Isaac oder so. Und ich bin mir nicht sicher. Im Prinzip sind das neue Charaktere, die aus alten Charakteren stammen. Das Gute ist, wir können die freischalten. Aber dafür müssen wir einen Boss bekämpfen, den ich lieber dann bekämpfen möchte, wenn wir schon ein bisschen, ja, später da sind. Also wenn wir schon mal alle, erstmal will ich alle Enden mit euch spielen und dann, glaube ich, gehen wir zu dem Boss, der irgendwie diese Charaktere freischaltet. Weil der Weg dorthin ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, ob bei diesem neuen Binding of Isaac Update, aber was soll ich noch mal sagen? Ach, kein Plan mehr. Ja doch, da sind zwei neue Bosse reingekommen. Also nicht Bosse von wegen diese kleinen Bosse, die man in einer Ebene findet, sondern halt so zwei Endbosse. Das Biest und Mutter. Das Problem bei den Bossen ist, bei dem einen Boss weiß ich zum Glück, wie man da jetzt hinkommt. Ups, hatte ich auf jeden Fall vergessen, dass ich die benutzen kann. Ach, egal. Ich weiß, wie man zu der Mutter kommt. Ich weiß aber nicht, wie man zu dem Beast kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwas gesehen, man muss da irgendwie so ein Item einsammeln. Das Ding ist aber, wie hoch ist die Chance, dass man dieses Item dann in einem Run bekommt? Das ist ja ultra behindert. So, bei Mutter ist der Weg dorthin ganz simpel. Du kannst halt nur den Run verkacken, wenn du keine Schlüssel oder keine Bomben hast. Das ist dann im Prinzip das Belastende. Aber bei dem Beast brauchst du einfach ein bestimmtes Item, wenn ich mich recht erinnere, was ich dort gelesen habe. Was ich einfach ultra blöd finde. Weil es gibt hier wahrscheinlich 300 Items. Wie hoch ist die Chance, dass man genau das Item dann in einem Run bekommt? Ach, ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss man ja irgendwas Bestimmtes machen, damit man das Item bekommt. Ich habe keine Ahnung. Mal, wie sollen wir zweimal diesen Boss? Und dann lasse ich mich sogar zweimal treffen. Das ist doch nicht normal. Zum Glück ist es nicht wie das erste The Binding of Isaac. Wirklich. Da gab es keine. Ich glaube doch, da gab es Champions, aber es gab auch die heiligen Versionen von diesen Gegnern. Und die heiligen Versionen sind so kacke. Wirklich das. Beispielsweise sind die dann viel schneller oder spammen mehr. Das ist blöd. Zwei Herzen. Hier können wir uns leider nichts mehr holen, weil ich bin mir unsicher, was Herzen angeht. Dreamcatcher zeigt uns im Prinzip an, welches Item wir im Goldraum bekommen. Ja, nehmen wir einfach mit. Keine Ahnung. Wir nehmen dich auch mit, du bist im Angebot. Ich bin mir nicht sicher, ob das gleich anzeigt, welches Item wir im Goldraum bekommen. Schauen wir nach. Und okay, das war. Okay, wir haben zwei. Einmal das Robo-Baby, wenn ich mich recht erinnere. Und das Sternzeichen Leo. Achso, das ist irgendeins von denen muss jetzt oben im Goldraum sein. Dann würde ich eher das Robo-Baby wollen. Weil Leo ist irgendwie. Ja, kann. Mit dem kannst du halt nur Steine zerstören. Und wir brauchen das nicht wirklich mit dem Stein zerstören, deswegen. Wir kaufen uns das hier. Oh, das hier brauchen wir die Autobatterie, die verdoppelt. Im Prinzip unsere. Ah, wir können Aquarius. Okay, Taubenfinger hat komplett reingekackt. So. Orangene Tränen. Ach so, das liegt an dem Feuer wahrscheinlich. Oh, früher waren das, haben die es nur blau gelassen. So, wenn wir Autobatterie haben, dann müssen wir einmal Leertaste benutzen oder beziehungsweise einmal das Item aktivieren und bekommen nicht ein extra Baby dazu, sondern zwei. Das ist doch gut. Alter, mit Triple Shots sind wir ja so ultra gut voran. Oder ganz gut unterwegs. Ja, den Run kann man nicht mehr verlieren. Es sei denn, ich mache irgendwelche dummen Fehler, die sowieso nicht passieren werden. Hoffe ich. Denke ich. Oh mein Gott, guckt euch an, das ist eine ganze Armee von Tränen. Aber das ist nicht das Schlimmste, was ich.
hatte in einem Run. Ich hatte schon viel schlimmere Sachen oder Kombinationen. Alter Schwede. Zack. Brenn. 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 Oh, ich. Dummkopf, ja. Das war ein dummer Fehler. Ich bin einfach reingelaufen in den Lichtstrahl. Der hätte mich nicht mal getroffen, wenn ich einfach angehalten wäre. So, und Super Envy. Ist auch schon wieder gar keine Gefahr. Vor allem, weil seine Schwachstelle einfach Feuer ist. Das ist schon belastend. So. So, das. Und fertig. Brimstone. Brimstone ist sehr OP. Ich weiß halt. Yeah, wir haben sogar einen Triple Shot Brimstone. Oh Gott, okay. Der Run ist im Prinzip schon gewonnen. Hier noch die Autobatterie. Chaos holen wir uns auch. Das heißt, alle Items werden jetzt durchgewürfelt im Shop. Das heißt, wir können. Wir könnten im Prinzip Items vom Devil Deal jetzt auch im Shop bekommen. Was auch schon overpowered ist. Aber Alter, schon Brimstone und Triple Shot. Das hätte ich nicht erwartet. Zwei Trinkets halten. Random Trinket Effekt, ja. Ich kenne gerade gar kein Trinket, welches schlecht ist als Effekt. Joa. Ja, wir holen uns, glaube ich, das Bloodshot Eye als nächstes. Nicht das Parfüm. Bloodshot Eye ist ja auch wieder so ein kleines Baby. Ja, jetzt haben wir einfach drei anstatt zwei. Perfekt. Ui. Ui. Oh, wir bräuchten nur noch ein Item, welches unser Item oben links ganz langsam auflädt. Wenn wir das haben, dann können wir im Prinzip die ganze Armee aufbauen in einem Raum. Während wir, ja, gegen den Endboss kämpfen. Ups. Die können das gar nicht mehr überleben. Ich habe gerade so Mitleid. Alter, wie viele wir einfach sind. Ach, das Auge. Die sind einfach so schnell weg, du siehst ja nicht mal, dass sie verschwinden. Oh Gott. Ja, es tut mir leid, dass ich irgendwie so ultra OP bin. Ja, ihr Kleinen, ihr seid auch nichts mehr wert, leider. Ja, okay, der Typ ist ja schon wieder was anderes. Autsch. Alter. Ja, und jetzt kommt der Bonus. Auch okay. Schon, vor allem, weil er schon eher. Ja. Und wir haben Necropolis. Alter, ich kann nicht mehr richtig reden. Weil wir einfach alles komplett durchrushen. Und das ist einfach nicht normal. Squeezy. Ja, Squeezy. Was bist du? Ein Stitches. Passive response for me that moves in the direction Isaac shoots. So. Und use Isaac's response place with the family against shot invincibility. Or shot. Nicht shot. Teleporting onto things can damage or destroy them. Naja, das Blöde ist. Das müssen wir so mitnehmen. Nein. Dann kaufen wir uns Squeezy. Dann können wir schneller unseren Brimstone aufladen. So. Holen uns das Bloodshot-Auge. Gucken nach, was im Goldraum ist. Wenn, okay, dann muss jetzt irgendwas Gutes sein. Cricket's Head? Nein. Contagion ist ganz okay. Gibt es hier noch irgendwas? Wenn der Damage Down to half a heart? Nein, funktioniert gerade nicht. Drei. Ja, komm, wir kaufen uns noch einen Schlüssel. Dann gehen wir schon mal in die nächste Ebene und holen uns da gleich die Items. Im Goldraum und im silbernen Raum. Okay, let's go. Contium, das heißt, schießen wir mit dem Brimstone nach rechts, kommt es von links wieder raus. Und wir haben jetzt. Ja, das ist jetzt, können wir im Prinzip gar nicht verfehlen. Tears up, Anti-Gravity Tears. Okay, wir haben jetzt ein. Ja, okay, das war ein bisschen kacke, das Item. Weil jetzt, wenn wir schießen, öffnet sich erst ein Portal und das ist ein bisschen Zeitverschwendung. Ja, das war ein Kack-Item, ich hätte es nicht aufnehmen sollen. Naja, passiert. Aus Fehler. Ja, wobei, wenn die Damage bekommen, wenn die da reinlaufen, dann bin ich. Ja, wobei. Nee, ist nicht schlimm. Wir verfehlen sowieso nicht, egal in welche Richtung wir jetzt schießen. Ja, schießen wir nach rechts, kommt es von links wieder
Nee, doch nicht. Okay, das ist der Raum ist sogar so groß, dass das nicht mal funktioniert. Und zack. Ja, okay, Alter, wir haben auch so viele Bloodshot-Augen um uns herum. Zack. Na, da oben ist auch noch einer. Wo ist der jetzt? Ach, da bist du. Oh ja, ja, was soll ich da machen, wenn die in mir drin spawnen? So. Zack. Von was habe ich jetzt Damage bekommen? Ach, von dem Blut. Perfekt, ich sehe auch nichts. Haben wir es geschafft? Nein, natürlich nicht. Ich sehe gerade überhaupt nichts, das ist so belastend. Also ich kann halt nur das sehen, was in meiner Nähe gerade ist. Okay. Ich weiß nicht, was der Boss ist. Ach, du bist es. Oh Mann, wieso musst du auch dich da oben in der Dunkelheit verstecken? Dann läuft er noch, oder fliegt er noch in die Dinge rein. Und der Bruder von dem. Ja, moin. Du verfehlst auch hier leider. Ja. Ja. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Yeah, boy. Zack. Weg mit dir. Und gleich machen wir den Bonus. Den Bonus, Bonus, Bonus. Zack. Okay. Todessünden. Ist nicht schlimm. Ist einfach gar keine Gefahr. Ja. Ein schwarzes Herz. Das linke ist kacke. Das rechte brauchen wir nicht. Auf bei wegen der Range. Nein, die Range geht ja runter. Nein, das, dann brauchen wir das nicht. Range Up wäre eigentlich ganz gut. Damage Up ist eigentlich auch ganz gut, ja. Spawn Spiders when you kill an enemy. Ja, warum nicht? Noch mehr Freunde. Es müssen wirklich ganz viele Babys jetzt herbekommen. Sister Maggie, Brother Bobby, solche brauchen wir gerade. Weil dann haben wir im Prinzip alles hops genommen. Okay, der Shop hat keine Itemräume, perfekt. So. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Ja. Friendzone. Könnten wir auch uns dann tausendmal verdoppeln. Ja. Ich bin ganz okay mit dem, was wir hier finden. Och, Mahan. Wieso haben die so ein komisches... Wieso bewegen die sich so komisch? So. Okay. Jetzt Mom. Moms Hände sind hier irgendwo. Ich weiß nicht, ob es jetzt die tote Hand ist. Doch, es ist die tote Hand. Alter, wir haben hier so viele Blauspinnen. Und weg mit euch. Weg mit euch. Oh, ist so traurig. Manchmal laufen die einfach in die Tränen rein. Und wir haben Todessünden. Okay. Und zack. Och man, der eine hat sogar überstanden. So, da oben ist der Typ, der wird nicht überleben. Schwer Todessünden. Einfach Envy. Oh mein Gott. Okay, Envy ist gut als Spinnenspawner. Alter Schwede, der füttert uns einfach mit Spinnen. Blob ist auch weg. Und der Boss. Oh nein, nicht. Ja, diese Maske ist okay. Aber nicht der Kollege ohne Augen. Bitte nicht. Dich mag ich. Oh mein Gott, diese Augen. Ach, beide sind tot. Perfekt. Ja, du bist wieder so ein okay Gegner. Haben wir dich nicht schon bekämpft? Ja, doch, dich hatten wir doch schon bekämpft. Ja, moin. Dann eben nochmal. Oh, ich habe sogar vergessen, wie der eine hieß. Den ich nicht leiden kann. Weil er keine Augen hat und immer abfuckt. So, wie soll ich jetzt angreifen? Ach, egal, okay. Devil Deal. Beides. Oh, Range Up, aber die Range zum. Nein, es lohnt sich nicht. Für drei Herzen. Nur so ein ganz bisschen Range. Nein, lohnt sich nicht.
So, wir holen uns jetzt eine Fliege. Bouncing Tears. Funktionieren, glaube ich, nicht, wenn man... wenn man Tränen hat, die durch die Wände gehen. Nein, das braucht... Ja, wir nehmen das einfach. Zufällige Träneneffekte, Alter. Das wird noch mehr Chaos geben. Das kann ich jetzt schon riechen. Ja, wir hätten eine Bombe kaufen müssen. Egal. Haben noch... Ah, wir sind schon beim Boss, okay. Ja. Ja. Was war das gerade? Achso, das war von der Rainbow. Das war dieser Dollar, den wir gerade gekauft haben. Der hat zufällige Träneneffekte jetzt. Können gute, können aber auch schlechte sein. Aber ich vertraue dem Spiel. So, Ultra Greed. Ich glaube nicht, dass du es überleben wirst. Wir haben drei Fliegen. Drei kleine Incubus und drei Bloodshot-Augen. Hätten wir den Radiergummi? Könnten wir. Ich weiß nicht, ob der Radiergummi auch Münzen auslöschen kann. So dass die gar nicht mehr wieder spawnen können. Das heißt, der kann gar nicht mehr mit Münzen angreifen. Das wäre ein bisschen OP, weil der dann im Prinzip gar nicht mehr richtig angreifen kann. Ja, danke für die Münzen. Link hier noch mehr? Natürlich. Alles für mich. Komm, ich klaue dein ganzes Geld. Jetzt kommen diese kleinen. Ja, und er geht wieder in seine Verteidigungsform. Oh mein Gott. Er hat uns wieder im Prinzip Fliegen geschenkt. Dankeschön. Auch mal, das wird ein bisschen dauern. Wir haben nicht mal die Hälfte seiner Leben. Ja, das wird ein bisschen dauern, bis wir den haben. So. Mann, dann heilt er sich noch, der Vogel. Komm her. Zack. Super. Nein, jetzt weicht er sogar noch aus. Das ist halt der Nachteil von diesem Anti-Gravity. Der weicht einfach aus. Oh Gott. Ja, dieser komische Aufladekack ist schon belastend. Das ist eine grottenschlechte Kombo. Wieder kostenlose Fliegen. Oder ich greife ihn gleich mit Fliegen an. Ich habe gar keinen Bock mehr. Hier. Take this. Ja. Ja. Bleib da stehen. Bleib. Ja, super. Bleib da einfach stehen. Was war das gerade? Irgendwie solche Flammentränen? Höchstwahrscheinlich wieder von mir. Ja, lauf in mich rein und klau mir noch Münzen, du Penner. Zack. Komm her. Ja, noch ein Viertel und dann ist er weg. Ja, jetzt holt er sich wieder seine Freunde, aka die Free. Free Fliegen. Oh ne, nicht Free Fliegen, Free Spin. Ja. Zack. Und zack. Was? Er ist schon tot, das habe ich gar nicht bemerkt. Super Box of Friends. Jetzt haben wir das Item, was Lilith mit sich trägt. Das heißt, wenn wir das Item finden in einem normalen Run und wenn wir noch 1000 Babys haben, einfach gewonnen. Da füllen wir die Maschine ein bisschen auf. Die muss auf 999. Ja, okay, eigentlich muss sie auf 1000. Deswegen müssen wir die auffüllen. So. 90 haben wir schon. Okay, super. So, und das war's im Prinzip von dem heutigen Part. Ace of Clubs. Super Special Rocks. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat es mir gefallen. Lasst ein Like da. Abonniert, kommentiert, teilt das Video weiter. Und im nächsten Part spielen wir die Challenge Slow Roll. Also ja, Leute. Bis zum nächsten Part. Tschüss.